So, fängt jetzt an, startet schon die Aufnahme. Ja, geht schon los. Und mal gucken, wir müssen im Alchemisten-Tower einen Mörser finden. Ich habe auch privat ein bisschen gezockt gehabt, muss ich sagen. Aber ich habe einen eigenen privaten Server gemacht. Also hier ist jetzt nichts gemacht worden. Also hier ist nichts Neues gemacht worden oder sowas, sondern es ist auf einem separaten Server Spielstand gemacht worden. Daher hier ist nichts passiert. Hier hat sich nichts geändert. Aber ich wollte jetzt hier mal schauen. Hier ist immer noch alles wieder so. Mit diesen Punkten. Ui, da hat es geruckelt. So, was ist denn jetzt wieder los? Irgendwas ruckelt da. Ja, das liegt wegen der Map. Und gleichzeitig OBS und aufnehmen. Genau, da müssen wir ja hin. Hier. Alter, wie viele Frames jetzt gerade verloren gegangen sind. Okay, das ist heftig. Ich hoffe, in der Aufnahme ist es normal. Ich will jetzt aber erst einmal unsere Sachen hier reparieren gehen. Einmal hier. So, ist jetzt repariert. Und dann mal gucken. Wir sind ja erst Stufe 6, habe ich gesehen gehabt. Aber den Wolf kriegen wir auf jeden Fall schon mal hin. Haben wir noch irgendwas im Rucksack eigentlich? Hätten wir einlagern müssen, ne? Habe ich vergessen, beim letzten Mal einzulagern. Lagern wir eben ein. So, und ich wollte mal gucken, ob wir jetzt diesen Stream oder nächsten Stream es hinkriegen, umzuziehen. Da würde ich wahrscheinlich... Juhu! Juhu! Du bist das, ne? Mit dem Juhu. Wir haben ja oben Truhen, ne? Ich würde eigentlich schon gerne einen Keller bauen wollen hier bei dem Ding. Hier kann ich jetzt nichts reinpacken. Ich würde hier vielleicht das und das auch noch mit reinpacken wollen. Vielleicht auch die Dinger. Achso, die Dinger habe ich da. Dann nehme ich die hier mal wieder schnell raus. Genauso wie die Funken. Und pack die hier rein. So. So neu sortiert. Ich brauche mehr Kisten. Und die Dinger brauchen wir nicht. Ja, löschen bitte. Dann würde ich sagen, jetzt machen wir uns auf den Weg. So, aber irgendwann will ich auch umziehen. Also von hier wegziehen, von dem Bereich hier, vom Startgebiet. Irgendwo in die Mitte der Map. Und mal gucken, was wir da für eine schöne Platzierung finden. So. Beziehungsweise Skillpunkte haben wir jetzt noch nicht, ne? Wir haben noch nicht viel geskillt. Wir haben hier jetzt Willenskraft einmal, aber... Ja, Geschick könnten wir auch mal machen. Wir brauchen auch so viel, ne? Apropos, warte mal, nochmal kurz auf die Karte gucken. Den haben wir. Hier fehlt noch einer. Definitiv. Hier, die sind alle noch so markiert. Obwohl wir schon alle da waren. Hier fehlt noch einer. Für die gibt es ja auch Skillpunkte. Zumindest einen immer. Aber gibt es dann auch jedes Mal neue Miasma-Seelen von denen? So.
Beziehungsweise, warte mal, hier fehlt noch was. Ich markiere mir den da mal. Da fehlt ja was. Den nehmen wir auch auf jeden Fall mit. So, Pfeil nehmen wir mit. Apropos Pfeil. Den Bogen. Ich glaube, den Bogen packen wir mal einfach hier hin. Dann ist er zumindest da unten. Und packe die Dinger dann mal da hin. Wir müssen mal schauen, dass wir vielleicht auch Heiltränke eher machen. Produzieren. Nice. Den haben wir. So, das nehmen wir auch alles wieder mit. Die Bären und so weiter. Gucken wir mal, was da vorne ist. Also, ist auf jeden Fall nicht im Miasma. Dann da vorne irgendwo. Ist das oben oder unten? Standort unten, okay. Ah, ich weiß, was das ist. Der hier. Autsch. Hier ist es. So, wir haben jetzt einen Fertigkeitspunkt. Hier einen. Erhöht dein Geschick um Attribut um 1. Komm, wir wollen ja irgendwie schon ein bisschen Allrounder werden, glaube ich. Ich zumindest. Oder? Naja, wir gehen in die Richtung. Konstitution nochmal erhöhen. Wir sind eher so. Wir gehen mal in Richtung Tank, Krieger, Baba, Athlet. So in die rote Richtung. So, was haben wir hier drin? Nägel. Getrocknete lila Beere. Ja. Nehmen wir auch mal mit. Okay, den haben wir. Dann haben wir hier auch nochmal einen. So, das Grabmal der Königin. Markiere ich mir mal. Gehen wir da als nächstes hin. Ach nö. Wo sind sie? Da. Diese Bienen, ey. Ich werde hier auch von den Dingern einfach gejagt, wie sonst was. Also. Nicht genug Ausdauer zum Fliegen. Schade. Den Knochen nehmen wir mit. Und den haben wir auch erledigt. Perfekt. So, da hinten haben wir auch schon den nächsten Turm. Haben wir den schon gemacht? Schreinerlager. Die Atmen und seine Bausteine, okay. Kann der auch mal markiert werden? Erobere die Wildnis zurück.
Wie erobern wir die Wildnis da zurück? So, ich bleibe erstmal auf der Straße hier. Ah, die Viecher. Wer schießt da? Da, da ist einer. Yo. Wirft er mich hier einfach mal ab. So, seine Miasma-Sporen nehmen wir mit. Die können noch nützlich werden. Irgendwann werde ich wahrscheinlich einen Lagerraum haben, wo eine Kiste für jedes Item ist. So, muss ich dahin? Ich glaube, ich muss dahin. Oh, die Sonne geht auch schon langsam unter. So, ich nehme Esther auch vorsichtshalber mal mit. Ach nö, die schon wieder. Stufe 7. So, da lebt noch einer. Jo. Dreimal Stufe 7 von denen. Okay, hier bin ich auf jeden Fall richtig. Neuer Ort kartiert. Ein Marker hinzugefügt. Plündererhügel. Okay, dann gleich. Komm ich direkt zu dem hoch? Oder ich mache erstmal den da. Kommt er? Kommt er hier hin? Okay, das war eher Glück. Das war Glück, dass der mich... Tschüss. Okay, das war super. Hat er sich selbst in Loop gejagt. So, das nehmen wir alles mit. Da ist schon der nächste. Komm. Nice. So besiegt man die Leute gerne. Hier oben ist niemand. Aber Loot. Wofür sind denn diese blauen Dinger, die ich hier eingesammelt habe? Da ist schon der nächste. Oh! Ja, ihr habt euch bitte gerne gegenseitig in Luft. Habe ich kein Problem mit. So. Out. Nein. Aua, meine Ausdauer. Okay, haben wir. So, nehmen wir auch mal mit. Können wir noch mal Pfeile herstellen? Nein? Kann ich irgendwie Pfeile wechseln? Womit wechsle ich Pfeile? So, Handwerk. Holzpfeile.
Haben wir jetzt 72? Oh. Okay, treffen. Doch, funktioniert. Nice. Nicht so nice. Das hat auch, war jetzt auch nicht so. Achso. Das war doof. Da leuchtet was. Plünderer Geifermutter. Jo. Okay, nice. Der Vielfraß. Wir sind jetzt seit 3 Tagen gefangen. Wach, ohne Essen und Wasser. Dies könnte mein letzter Bericht sein. Aber die Plünderer erschaffen stets neue Schrecken, die ich nicht ignorieren kann. Plündererkönigin, die vor Völlerei fett geworden sind, lösen sich im dunklen Labor dieses Lagers selbst große Mengen Elixier direkt in ihre Herzen ein. Diese Vielfraße spucken Gift und werfen mit Fläschchen voll verdorbenem Elixier nach ihrer Beute. Man sollte ihnen unter allen Umständen fernbleiben. Dies soll eine Warnung sein, falls ich nicht überlebe. Okay. Ist das das, was da oben auf mich wartet? Wegen dem mysteriösen Elixier auf? Wieso kann ich den hier jetzt nicht einsammeln? So, doch, jetzt geht's. Das nehmen wir auch mal mit. Ah, und hier haben wir... Okay. Gibt es hier sonst noch jemanden? Ja, so geht's auch. Ich kann... Da, ah doch, okay, ich kann hier hoch. Das nehmen wir auch mit. Sonst gibt's hier niemanden mehr, ne? Außer den hier. So, Metall nehmen wir auch alles mit. Also ich sehe hier jetzt niemanden mehr. Plündra Geifermutter. Schaffen wir das? Alter! Jo! Eben kurz Leben aufladen. Okay, die haben wir geschafft. Eben noch mal schnell was futtern. So, was ist das? Beil. Ein Geifermutter, Plünderermutterkopf. So, Rucksack. 22, aber der ist schon maximal geskillt, der hier noch nicht. Aber der Stufe 8, der nur Stufe 7. Ich behalte den erst einmal. So. Einmal wieder alles reparieren. So,
Also, jetzt kriegen wir aber auch ordentlich hier Metallschrott. Wir müssen öfters mal Plünderer plündern gehen. Da haben wir auch noch einen. Und hier. So, explosive Spatzpulver. Endlich. Haben wir wieder welches. Wir müssen zusehen, dass wir sowas auch selber irgendwie herstellen. Was ist das hier? Plündern. Und es wird dunkel. So, natürlich sehen wir wieder nichts. Gibt es hier irgendwo die Möglichkeit zu schlafen? Damit es wieder hell wird? Hier hinter vielleicht? Holzscheite, wow. Ah. So. Hier. Und? Nice. Nehmen wir mit. Keine Wärme, aber immerhin keine Gefahr in der Nähe. Das ist schon mal etwas. Ist schon mal viel wert, finde ich. So. Wir haben hier gleich dreimal so einen Amboss. Oh. Was habe ich, was ich nicht haben will? Die Dinger. Und das hier. So, nehmen wir mit. Der Mörser des Alchemisten. Ich glaube, ich muss einmal zurück. Ich glaube, wir machen das per Schnellreise. Einmal zurück. Und dann nochmal hier hin. Einiges haben wir ja vergessen, hier einzulagern. So. Ah, warte. Genau, die Dinger habe ich vergessen, hier einzulagern. Und das Fleisch müssten wir auch mal grillen. So, jetzt ist aber die Kiste auch voll. Hier ist noch nicht voll. Ich habe hier noch ein paar Sachen, die ich irgendwie nicht zuordnen kann. Wie das hier, das und das. So, das bitte hier tauschen. Ich will auch einmal gucken, wenn ich das eine verbessere, wie viel stärker ist denn das? Im Vergleich zu meinem Schwert. Das ist wirklich Erd mit dem Juhu. Kann das sein? Die anderen sind still. Die sagen gar nichts. So, Ausrüstung verbessern. Ah, den habe ich eine Aktionsleiste. Ausgerüstet. Plus 3 Feuermagie Schaden. Ah, warte, ich muss die eben. Ich muss die Münzen von oben erstmal in meine Tasche holen. Stimmt. Die waren ja hier, glaube ich. Nein, die waren hier. So. Jetzt kann ich verbessern. So, mal gucken. Der macht jetzt 25 Schaden, während der hier 22 macht. Now get back here.
Wo habe ich den anderen? Links, wo? Da unten. Dann würde ich den hier hinpacken. Und den dafür zerlegen. Schade um die legendäre Waffe, aber... Naja. Ich nehme lieber das mit mehr Damage. So, und Handwerk. Ich kann immer noch nicht genug Pfeile herstellen. Juhu! So, einmal reparieren. Inventar ist leer. Dann will ich... Oh, Werkstätten, was haben wir hier? Der hat irgendwo... Brennofen müssen wir machen. Dafür brauchen wir Lehm. Wo kriegen wir Lehm her? Ich wollte schon sagen, bei ihm da... Ah, hier, Wanddekoration. Ah, hier ist was Neues. Und kleinen Rucksack können wir machen. Warte mal, warte. Garn, Stoffhexen und was noch? Hatten wir gebraucht? Getrocknetes Fell, glaube ich. So, hier haben wir Stoffhexen. Und hier haben wir Garn. Bei der Jägerin, glaube ich, war das. Hier, die in der Mitte. Nein, getrocknetes Fell fehlen mir noch zwei Stück. Okay. Wie kommen wir an getrocknetes Fell ran? Packe ich das dann erst... Nein, nicht hier. Packe ich die erstmal hier hin. Sehen wir zu, dass wir an getrocknetes Fell rankommen. So. Aber wir machen... Hier ist irgendwo wieder was Neues markiert. Was ich gerade da. Der ist neu. Sonst noch irgendwo was? Ah, das mit den Frames, das stört mich. Jetzt gerade sehr. Okay, aber schnell reise ich hier hin. Und dann können wir von hier darüber fliegen, ne? Da oben ist was auf dem Berg. So, jetzt müssen wir aber Sturzflug. Aber wir haben... Autsch. Wir haben es bis jetzt überstanden. Jo, wo kommst du denn her? Okay, haben wir. Oh, was haben wir denn da? Nice. So, wir müssen aber weiter in die Richtung. Ich glaube, ich müsste auch mehr in Ausdauer investieren. Okay. Da ging schnell. Sind beide Gleiter hier oben.
So. Da haben wir das nächste. Also wenn wir jetzt nochmal drauf gehen, landen wir hier. Was ist denn das da? Ich würde das gerne mitnehmen. Kann das sein, dass wir nach da oben müssen? Oder ist das hier unten irgendwo? Autsch. Hingucken, wo man hinläuft. Sonst fällt man irgendwo runter. Das ist schon mal wichtig. So, wo genau? So, Stufe 7 Gebiet. Wie kommt man da hoch? Ich glaube schon außenrum. Ich glaube von da hinten irgendwo kommt man da hoch. Was haben wir denn da? Oh, Flachs! Flachs nehmen wir mit. Ich hatte kurz gehofft, das sei eine Höhle. Okay, hier ist wieder ein Miasma-Gebiet. Muss ich hier durch? Was haben wir da? Azure Russola Setzling. Okay. Ah, das da. Okay, Distelsam. Und Stufe 7, perfekt. Stufe 11. Hier Stufe 11 gibt. Okay, dann. Und ich mit Stufe 7 bin schon hier. Na super. Komme ich hier irgendwie hoch? Nein? Okay. So, Miasma-Flüssigkeit nehmen wir trotzdem auch mal mit. Ich glaube, hier kommen wir später mal wieder. So, Distelsamen und der Mörser des Alchemisten. Ich glaube... Mottenhain. Die Handspindel der Jägerin. So, Hinweise von Lorraine Klim weisen auf die Standorte der Obelisken im Düsterdickicht, den Nomadenanhöhen und im Ödland hin. Sieht ihr den Obelisken in den Nomadenanhöhen an, um fortzufahren? So, Truhe des Oswald anders. Das Grabmal der Königin, Salzminenstandort. Der Jägerin Atalan Skrey hat den Standort einer nahegelegenen Salzmine gegeben. Salz ist zur Konservierung von Fell erfordert. Machen wir das lieber erstmal. War jetzt, glaube ich, doch nicht so schlau, hierhin zu gehen. Wenn das jetzt schon Stufe 11 Gebiet ist. So, Flachs nehmen wir auf jeden Fall mit. Erreiche die Mine und erhalte Salz. Wir müssen definitiv mehr, mehr von den Huhn bauen, auf jeden Fall. So, Stufe 7. So.
So. Nehmen wir mit. Was ist das? Krypta der Bau. Ah, okay. Ah, und dann gleich dahinter. Okay, dann gehen wir hier hoch. So. Den Pilz nehmen wir auch mit. Wie kann man nochmal da hoch? Haselnüsse. Ach, wie nice. Komm da hoch. Ja, ich komme hier hoch. Boah, wie geil. Was man hier alles anflattern kann. Was haben wir hier? Erdbeeren! Wir haben Erdbeeren gefunden. Oh, guck mal, wie viele Erdbeeren hier sind. Alter, die nehmen wir alle mit. Wenn jetzt noch Kirschen gäbe, das wär jetzt wirklich mega. Ich finde schön, dass die Texturen gar nicht laden gerade. Ah, wie nice. So. Kann ich für einen Screenshot irgendwie? Bin ich ein bisschen anders da zu den Erdbeeren hin? Ich muss nachher einen Screenshot machen, auf jeden Fall. Da sind noch Erdbeeren. Was ist denn das da? Was ist das hier? Indigo-Pflanze. Jo, Stufe 11. Ein Giftsack. Ich hoffe, da sind jetzt keine giftigen Eier drin. Wie voll ist jetzt mein Rucksack? Ah, geht. So, was passiert, wenn ich den benutze? Plus 3 Stärke für 15 Minuten. Na, Kampfschaden. Und plus 3 Gesundheit wiederherstellen. Ja, ich erst trotzdem mal. Da ist noch so eins. Okay, das ist aber wenigstens Stufe 9. Oh, da sind zwei solcher gefährlichen Blumen. Drei. Weißt du was? Verfallenes Lager. Neue Geschichte Wuka und die wilden Tiere. Wuka und die wilden Tiere? Okay, ich hatte gedacht, hier geht gleich wieder etwas in die Luft. Alles klar, ah. Okay, was gibt denn sonst hier? Nehmen wir mit. Nehmen wir auch mal mit. Ich glaube, ich bin von der falschen Seite hier reingekommen. So, aber da können wir jetzt hin, ne? Wo die Vorrat zu schwer für uns war, zu stark.
Nein, die sind immer noch. Obwohl, das geht noch. Das ist doch machbar. Perfekt, okay, nice. Nehmen wir auch wieder alles mit. So, da ist der nächste. Wer hat von wo geschossen? Was ist der? Autsch. Autsch. Ach, der da oben. Ja, jagt hier alles in die Luft. So. Gibt's hier noch welche? Ich weiß es nicht. Gibt's hier noch jemanden? Okay. Habe ich jetzt nicht erwartet. Ein Klo? Hier noch jemanden? Ich höre hier was krabbeln. So, Stofffetzen. So, explosives Pulver haben wir endlich wieder. Und ich würde gerne solche Dächer bauen. Solche Dächer würde ich gerne bauen können. Ja, aber mit Bauen, also richtig Bauen, werden wir anfangen, wenn wir umgezogen sind, wenn wir den perfekten Spot gefunden haben. So, was haben wir denn hier? Aurelin. Aureolin. Nehme ich mal mit. Gestorben einfach. Der tut mir leid. So, in der Hütte waren wir noch nicht, oder? Ne, da waren wir noch nicht. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Hier haben wir eine Truhe. So, noch ein explosives Pulver. Haben wir den wiederbekommen, den wir gerade verbraten haben? Sonst gibt es hier jetzt, glaube ich, nichts mehr. In der Hütte waren wir noch nicht. Und da... Doch, von da kamen wir. Waren wir da? Ja, da waren wir auch schon. Den Markt müssen wir uns mal ansehen. Sauber. Okay. Das heißt hier nochmal.
bin da. Wer noch? Oh, hier haben wir wieder was zu lesen. Marthas Tagebuch, Eintrag 2. Ich erwachte durch den Geruch von frisch geflossenem Blut. Ich schaute aus meinem Fenster, wo irgendein Raubtier anscheinend zwei Feenwild gerissen hatte. Mühelos, aber sicher nicht schmerzlos. Zuerst schrie ich vor Schreck auf, aber dann wurde es mir klar. Zwei Feenwild, 8 Rippenstücke, vielleicht 10 oder 12 Würste, Blutwurst als Nachtisch, Gallonen von Eintopf. Da wir das ganze Dorf zu essen haben, den Erbauern sei Dank. Okay. Interessante Info. Von denen hat ja eh keiner überlebt, deswegen, da ist noch was zu lesen. Marthas Tagebuch, Eintrag 1. Immer noch nichts zu essen. Immer noch nichts zu servieren. Knochen, Abfälle, wässrige Suppe. Wann ist unser Ende gekommen? Eine neue Reisende kam an, hungrig und müde. Sie wollte, dass ich die Knochen in ihrem Eintopf lasse. In ihren Augen verbarg sich eine stille Wut. Sie war wild entschlossen wie ein hungriger Wolf. Ich bot ihr ein Zimmer an, aber sie lehnte mit einem Grunzen ab. Sie ging in den Wald in den Norden, wo sie auf dem kalten, harten Boden schlafen wird. Eine Bestie wie sie gehört auf jeden Fall in die Wildnis. Okay. Gibt's hier noch irgendwie was? Nö. Hier, die Handspindel der Jäger. Ist jetzt in Reichweite. Wo geht's hier nochmal raus? Ich glaube doch da lang. Genau, durch die Tür. Die Handspindel der Jägerin ist ja in Reichweite. Dann markiere ich mir das. So. Ach so, ist auch... Bitte sag mir jetzt nicht, dass ich nach da oben muss, oder? Ich hoffe, ich muss jetzt da nicht nach oben. Ich habe weder den Doppelsprung, sonst irgendwie keine Ahnung, um höher zu kommen. Ach, na komm. So, jetzt haben wir dich. So, verlassen das Jägerinnenlager. Ach nö. Immer diese Bienen. So, erstmal Lüten. Bald Langbogen. Die Fäule ist zurückgelassen. Endlich frische Luft. Nicht mehr schwer vom Duft der Pollen oder süßer Verwesung. Mir ist ganz schwindelig. Ich habe seit Tagen nicht mehr geschlafen. Nicht seitdem ich meine Spindel im Düsterdickicht auf diesen Klippen verloren habe. So weit weg. Aber ich kann nicht zurückkehren. Ich musste fliehen. Etwas Unheimliches liegt in diesem Dickicht begraben. Es breitet sich wie Wurzeln im Unterholz aus. Es umwickelt und verstickt, erdrückt und erstickt. Es schimmert in der Dunkelheit, zwischen den Ästen, unter der Haut. Das seidige Netz einer silberspinnenden Tarantula. Solch Albträume sind von Menschenhand gemacht, wie ich nun weiß. Moment. Das Miasma ist von Menschen gemacht worden? Okay. Da haben wir noch einen Elixierbrunnen. Den würde ich auch gleich mitnehmen wollen. Aber gucken wir mal. Das kann wieder weg. 17 Kraft. Warte mal, ich will ihn nochmal neu sortieren. Dann würde ich den hier ausrüsten und... Und den hier zerlegen. Komm. Den können wir noch ein bisschen anpassen, dann ist er stärker. Es wird dunkel. Hat die hier ein Bett? Ja, wir chillen erstmal nur. Okay, super. Dann gehe ich vielleicht doch nochmal in das Dorf. Oben gab es auf jeden Fall irgendwo in einer der Hütten ein Bett, wenn es dunkel ist. Hier in Westcott.
Nee. Hä? Wo waren jetzt Betten zum Schlafen? Oh. Ich hatte das Ding nie benutzt gehabt. Okay, verdammt. Oh, wir kriegen hier Wasser. So, kann ich nochmal? Okay, mehr geht da nicht. Hier haben wir ein Bett. Jetzt nur die Frage, kann ich hier... Ich würde vielleicht lieber drinnen irgendwo pennen. Nicht, dass wir mitten in der Nacht angegriffen werden. Hier gab es noch eins, oder? Genau, hier gab es einen Weg nach oben. Oh, was sehe ich denn da? Meisterhafter Streitkolben. Ich muss mal gucken. Wie stark ist denn das Ding hier? Ah, ist Zweihänder. Okay, dann scheiß drauf. Zweihänder möchte ich nicht. Zumindest aktuell nicht. Und es ist schon dunkel. Autsch. Ich brauche jetzt dringend ein Bett. In welcher Hütte hatten wir jetzt noch ein Bett gehabt? In der hier? Hier hatten wir Betten. Jetzt können wir schlafen. Ups. Das war jetzt zu früh. Okay, jetzt. Aber irgendwas krabbelt hier noch. Habe ich hier vielleicht noch eine Treppe übersehen oder so, die nach unten führt? Irgend? Irgendwo muss hier doch ein Weg nach unten gehen, oder? Kann es sein? Ich höre dort die... Hier! Jo! Aber ich habe gehört, hier gab es Leute. Hier gab es welche. Aber das war's. Okay, schade. Ich hatte jetzt mehr erhofft. Und Inventar ist auch schon voll mittlerweile. So. Was haben wir da? Salzminenstandort. Ich glaube, wir gehen einmal nochmal zurück hier nach Hause. Was wollen die jetzt alle von mir? Ich brauche definitiv eine neue Kiste. So. Ich pack mal Schutt und mal Jasmin-Flüssigkeit mit rein.
Und hier, das hier, die Dinger. Ich brauche definitiv jetzt noch eine Kiste mehr. So, einmal repariert. So, ich fange mal mit ihm an. Schau dir an, was ich zu bieten habe. Die Wooker. Ich verstehe es einfach nicht. Die Wooker waren einst zahm, schlummerten tagsüber in ihren Höhlen wie Kleinkinder nach einem Zuckerrausch. Aber jetzt sind sie nach Osten gezogen. Erzürnt. Das wäre wohl eine Untersuchung wert. Vielleicht kannst du an ihrem Versammlungsort ein paar Antworten finden. Es wäre hilfreich zu wissen, was sie vorhaben. Anything else? So, okay, und der Windhold. Ein Test der Fähigkeiten. Dein Schritt ist lautlos, dein Blick entschlossen. Du warst auf der Jagd. Ich werde nicht fragen, welche Fährten du imstande bist zu lesen. Aber deine Beute ist bestenfalls akzeptabel. Versuche, etwas Tierfell zu erbeuten. Dann können wir reden. Take care. Und was willst du? Schutz der Flamme. Flammenblut. Weißt du, warum man dich so nennt? Du entstammst der Verbindung zwischen den Erbauer und den Menschen. Die Flamme der Erbauer erlaubt es dir, das Miasma unversehrt zu betreten. Aber ihre Glut hält nicht ewig an. Mit dieser Kraft kannst du die Welt wieder aufbauen. We're stronger together. Okay. Habe ich jetzt neue Quests angenommen oder 14 Quests? Ich mache erstmal das hier. Da kriege ich 75 Erfahrung. Oh, apropos. Wir haben ja wieder zwei. So, hier bräuchte ich... Okay. Der Weg des Krieges. Beim Angriff mit einer Nahkampfwaffe wird jeglicher Schaden um 10% erhöht. Aber warte mal. Ich müsste eigentlich in die Richtung gehen. Doppelsprung. Läufer. Sprintgeschwindigkeit wird um 10% erhöht, Auslaufverbrauch wird um 10% reduziert. Wenn ich das hier mache, dann kann ich den Doppelsprung hier freischalten. Das heißt, ich muss jetzt noch also 4 Punkte jetzt investieren insgesamt. Aber ich gehe jetzt erst einmal die Salzmine da machen. So. Rotfels. Salzminenstandort. Genau das da. Genau, das hier ist es. Das heißt, ich darf jetzt trotzdem einmal durchs Miasma rennen. So, da haben wir wieder eine neue Fackel. So, auch noch mal kurz was essen. Und direkt in die Richtung. Die Brälenbrücke wieder. Da hinten ist irgendwas getötet worden. Jo. Nehmen wir mit. Ah, genau, Rotfels. Die schon wieder, ne? So, besten Metallschrott nehmen wir mit.
Eigentlich will ich hier nur vorbei. So was würde ich gerne machen. So mit Efeu und so weiter, dass da hochgeht. So was finde ich richtig schön. So. Gibt's hier nochmal was Neues? Ein Lehrlingszauberstab. Was soll denn das mit diesen Zauberstäben andauern? Ich mache erstmal den hier. Wenn der ja mitten auf dem Weg ist. Da sind sie. Autsch. So, die Miasma-Sporen nehmen wir mit. Ich glaube wirklich mehr von den Truhen definitiv zu Hause. Elixierbrunnen haben wir wieder erreicht. Nehmen wir mit. Da ist der nächste. Nadu. Out. So. Nice. Haben wir den auch nochmal? Hier oben gibt es sonst nicht mehr. Okay, schade. So, wo haben wir den Eingang? Wenn das hier ein Elixierbrunnen ist, dann muss hier auch irgendwo so eine Miasma-Wurzel sein. Okay, das war jetzt keine gute Idee. Ich habe jetzt aber auch nicht mehr so viel Zeit. 3 Minuten noch. Hier. Okay, gehen wir runter. So viel Zeit haben wir jetzt echt nicht mehr. So, weg damit. Da ist es. Da will ich hin. Ist das eine gute Idee, wenn ich jetzt so rüberspringe? Das sieht aus wie... Nein! Verdammt. Ah, okay. Hier kriege ich zumindest noch so, warte mal. Wenn ich das hier noch esse. Aber warum kann ich da...
Jetzt will ich, erstmal meine Sachen wieder haben, ja? Die sind hier. Ich bin da aus Versehen runtergefallen. Dahin? Ja, ich kann. Jo, wie viele sind denn hier? Jetzt aber weg nur damit. Nein, keine Ausdauer. Das ist ja jetzt doof. So, jetzt haben wir sie alle. Oh, da ist eine Kiste. Kunstvoller Holzbogen. Nehme ich mal mit. Warte mal. Nee. Ach, mal weg damit. Habe ich sonst noch irgendwie was, was ich nicht brauche? Was macht denn das? Elixier, direkte Benutzung. Minus eine Minute maximale Zeit im Miasma. Ah, okay. Ich würde mal davon eine benutzen. Kann ich mich jetzt hier bewegen, ohne Probleme zu kriegen? Nein. Autsch. Hier gibt's doch Gegner. Okay. So, weg damit. Und weg damit. Was leuchtet hier? Von da oben, okay. Ich müsste mal gucken, ob ich noch mal. Ich kann keine Holzpfeile herstellen, ich habe keine Äste. Nein! Jetzt war das doof. So. Ah, jetzt benutze auch die Leiter endlich. Gehen wir mal weiter. Jo. So, und weg mit dir. Ich glaube, ich loot die erstmal alle gar nicht mehr. Und in Münzen kriegen wir eh genug.
Okay, hier jetzt nach links abbiegen. Warte. Ausgerechnet die, die hier jetzt rennen. Ich glaube, das brauchen wir alles nicht mehr, was die da haben. So, da sind sie wieder. Hä? Jetzt schau auf den da hinten zu zielen. Anvisieren ist ja richtig beschissen hier. Dass dann nicht immer das anvisiert, was der anvisieren soll. Könnte ich aber irgendwie so ein Ding gebrauchen, um meine Sachen zu reparieren. Out. Yo! Wie viel kommt von denen? So, wo geht's denn hier hin? Haben wir hier? Nägel nehme ich mit. Und noch eine Kiste. Lassen wir. Brauchen wir nicht. Kann man da irgendwie noch weiter nach oben? Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit? Unter mir oder über mir? Lass ich mal sein. Ah, hier. So, weg mit dem. So, wir sind immerhin jetzt aus dem Dings hier mal kurz raus. Rostiges Schwert nehme ich mal vorsichtshalber mit, falls meine Waffe gleich hinüber ist. Und wir jetzt nichts finden, um es zu reparieren. Ich sehe jetzt keinen Amboss. Da haben wir noch jemanden. Jo, hier gibt es gleich zwei Kisten. Heiltrank, perfekt. Ne, weg damit. Okay. War das hier jetzt etwa alles? Keine Ahnung, von wo der jetzt herkam, aber... Ich glaube, der hatte sich erstmal ein Weilchen festgebackt gehabt. Was ist denn das hier? Normale Erde oder? Sah auf jeden Fall ganz anders aus.
Aber ich habe jetzt keinen Amboss entdeckt gehabt, ne? Warte mal. Das. Okay, das ist was anderes. Kann ich da hoch? Was haben wir denn hier? Ich spüre das Glück. Das Salz säumt jede dieser gottverlassenen Klippen. Es hängt in Luft, verwandelt Rum in Lauge. Und doch kann ich es schmecken. Hier wartet etwas auf mich. Ich spüre es tief in den Felsen. Eine Vibration auf meinen Fingerspitzen. Ein Puls. Das gleiche Zucken, das ich spüre, bevor ich einen Ast ziehe. Ich kenne es nur zu gut. Dieses Brummen wird meine Pechsträhne beenden. Endlich ein wenig Glück. Bertram. Bertram. Noch ein Charakter, den man hier finden kann. Ist das jetzt Salz oder Lehm? Ich glaube, das kann ich nicht einsammeln. So, ab hier bin ich wieder im Miasma. So, was gibt's hier? Hier gibt's Salz. Nice. So. Ich hoffe, das reicht, was ich jetzt eingesammelt habe an Salz. Da geht's noch weiter hoch. Bin ich denn hier jetzt? Ah, hier bin ich jetzt. Okay. So, aber wir müssen ja noch weiter nach da vorne hin. Hier deutet eine Straße hier hin. So. Achso. Jetzt brauche ich dringend einen Amboss. So, wo kommst du denn her? Gott, das Kleinviech nervt. So. Ach, da ist noch jemand. So, und hier haben wir noch mal was zu lesen. Sporen und Krankheit. Ich glaube, dass sich das Miasma aus Sporen zusammensetzt. Winzige, fast mikroskopisch kleine Fragmente, die sich in der Luft ausbreiten. Nun verdichtet, schwer und wirkungsvoll. Sie setzten sich an Atemwegen, Augen, Fell und Haut fest. Und sie verbreiten sich. Die Pilze verströmen ihre Spore bei Kontakt. Aber ihre Wurzeln wuchern schon lange unter uns. Wir haben diese Seuche selbst über uns gebracht, als wir den ersten Elixierbrunnen errichtet haben und das erste Elixier daraus gewonnen haben. Der mysteriöse Reisende hat der Verderbnis Tür und Tor geöffnet. Balthasar. Oh, ich sehe schon, es wird langsam dunkel. Hier rennt jemand durch. Hier gibt es halt noch mehr Salz, aber wir haben ja genug fürs Erste. Gehe ich mal von aus.
Da haben wir noch was. Das können wir auch noch lesen. Und das hier. Eiskernzauberstab. Mein Verstand ist scharf. Wie eh und je. Das Klopfen weist den Weg. Welch schönes Pochen. Es rüttelt an meinem Knochen. Aber mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Meine schüchternen Kameraden lüstet es nicht nach Reichtum. So scheint es jedenfalls. Denn sie sind abgereist, während ich schlief. Wir waren gerade in den Tunnel eingedrungen, an dessen tiefem Ende dieses wunderbare Brummen erklingt. Wie dem auch sei. Mehr für Bertram, sage ich. Vorwärts ho, Bertram. Ist das hier schon... Zählt das jetzt als abgeschlossen? Muss ich weiter da rein? Blutfest. Wegpunkt erreicht. Okay, Kleinviech. Okay, das mit dem Miasma wird langsam viel. So, und ich sehe nichts mehr. Okay, ich glaube hier nicht. Oder? So, ich muss jetzt eben irgendwo irgendwas finden. Bevor ich hier drauf gehe. Irgendetwas. Damit ich hier nochmal rauskomme. Oder wenn wir jetzt nochmal hier den Weg hochnehmen. So. Ja, außer dass es jetzt eh hingeht. Nein. Kurz abwarten. So, und jetzt. Ach, komm schon. Habe ich irgendwas im Rucksack? So, und jetzt? Ja. Puh. Okay. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt noch mal ein kurzes Päuschen und dann wären wir gleich wieder da. Ich beende auch schon mal die Aufnahme für YouTube.